Warum wechseln eigentlich immer mehr Unternehmen von MPLS auf SD-WAN? Also der Hauptgrund sind ganz klar Kosten. Während die Internetanschlüsse in den letzten Jahren immer performanter und günstiger geworden sind, sind MPLS-Leitungen auch heute noch sehr teuer. Dazu kommt, dass bei vielen Unternehmen Bandbreite-Anforderungen gewachsen sind und die Leitungen sehr stark ausgelastet sind. Gründe dafür sind die wachsende Digitalisierung und natürlich die Verlagerung von Applikationen in Cloud. Oftmals sehen wir bei Unternehmen, dass heute der Internetverkehr von den Aussenstellen noch durch Datacenter geroutet wird und dort von zentralen Security-Komponenten geprüft werden. Mit der wachsenden Adaptierung von Cloud-Diensten macht das natürlich immer weniger Sinn, das noch zurück ins Datacenter zu holen, sondern wir würden es gerne bei der Aussenstelle direkt rauslassen und auch dort kann SD-WAN helfen. Welche sind eigentlich konkret der Vorteil von einer SD-WAN-Lösung? Von der Kosten haben wir schon geredet. Schlussendlich komme ich am Ende des Tages mehr Bandbreite für weniger Geld über. Zudem ist SD-WAN auch massiv flexibler als MPLS. Mit SD-WAN kann einfacher und schneller auf Veränderungen oder neue Anforderungen reagiert werden. Für eine Anbindung von einer neuen Aussenstelle zum Beispiel brauche ich einfach nur einen Internetanschluss. Dabei ist es völlig irrelevant, ob das ein günstiger Consumer oder ein Business-Anschluss mit hoher SLA ist oder halt mehrere von denen. Auch Anbindungen über 4G oder 5G-Netz sind problemlos möglich. Wenn ich irgendwann mehr Bandbreite brauche, die Verfügbarkeit nicht passt, dann kann ich einfach weitere Anschlüsse hinzufügen. Schöne Draht, der Zugriff auf die Applikationen oder die Daten schickt das SD-WAN dabei immer über den schnellsten und besten Pfad. Mit der richtigen SD-WAN-Lösung muss ich dabei auch keinesfalls auf Sicherheit verzichten, sondern kann die eventuell sogar noch erhöhen. Wie funktioniert eigentlich so eine SD-WAN-Lösung genau? Ja, SD-WAN ist grundsätzlich eine Abstrahierung vom unterliegenden Transportmedium. Schlussendlich definiert man einfach, welche Standorte sollen miteinander kommunizieren. Das SD-WAN baut dann eigentlich die Verbindungen automatisch auf. Für interne Verbindungen von Standort wird für das IPsec-VPN verwendet. Bei mehreren verfügbaren Leitungen links kümmert sich das SD-WAN ums Load Balancing und dort die Link-Qualität überwachen. Das SD-WAN kennt auch die Applikationen, die verwendet werden und dort die intelligent steuern. Wenn wir zum Beispiel Microsoft 365 nehmen, so lässt sich definieren, dass SD-WAN den Traffic immer über den Link rausschickt, wo gerade die geringste Latenz zu dem Microsoft-Server hat zum Beispiel. Selbstverständlich gehören auch Funktionen wie Traffic Shaping, Priorisierung oder WAN-Optimierung zu SD-WAN. Ein wichtiger Punkt ist auch die Automatisierung, damit ich das nicht alles manuell mal konfiguriere, sondern ich definiere im SD-WAN den gewünschten Zustand und die Lösung kümmert sich dann um den Rest automatisch. Was für Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, wenn ein Unternehmen MPLS ablösen möchte? Da gibt es grundsätzlich eigentlich keine Voraussetzung, die zwingend erfüllt sein muss. Wichtig bei SD-WAN ist einfach, wir brauchen eine gewisse Homogenität von der Lösung. Aber sonst kann das eigentlich jedes Unternehmen machen, das das gerne will. Homogenität, was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass ich an allen Standorten die gleiche SD-WAN-Lösung brauche, vom gleichen Hersteller. Weil SD-WAN ist ja nicht ein definierter Standard oder ein Protokoll. Also es gibt auch keine Kompatibilität zwischen verschiedenen Lösungen von verschiedenen Anbietern. Schlussendlich muss ich mich also für einen Anbieter entscheiden. Avantec hat sich für welchen Anbieter entschieden und warum? Avantec arbeitet schon sehr lange mit Fortinet zusammen, weil Fortinet halt auch einer der führenden Security-Anbieter ist und hat sich jetzt auch zu einem führenden SD-WAN-Anbieter weiterentwickelt. Spannend dabei ist, dass Fortinet ist mehr oder weniger die einzige SD-WAN-Lösung, die Security mit integriert hat. Ich brauche also nicht ein SD-WAN und ein Security-Device in meinem Standort, sondern kann beides auf einem Gerät konsolidieren. Was gibt es für Schwierigkeiten, die man begegnen kann? Wenn jetzt ein Kunde noch nicht ein FortiGate hat und das neu will ausholen, dann ist eigentlich das Schwierigste Migration vom einen Hersteller zum anderen. Aber ich sage mal, die Inbetriebnahme von einer SD-WAN-Lösung ist grundsätzlich recht einfach. Wenn ich jetzt ein CIO wäre, dann hätte ich jetzt gerade Lust bekommen, mein MPLS-Netz abzulösen. Was muss ich jetzt machen? Das ist sehr einfach. Einfach den Avantec anrufen, mich verlangen. Dann schauen wir uns an, was gibt es für Anforderungen. Wie ist die Ausgangslage und wie kommen wir zum Ziel?